Es wird viel telefoniert in diesen Tagen bei CDU und CSU. Die Affäre um Maskengeschäfte zweier Abgeordneter beunruhigt die Union. Der CSU-Parlamentarier Georg Nüßlein, dessen Firma eine hohe Provision erhielt, und der CDU-Abgeordnete Nicolas Löbel, der selber 250.000 Euro kassierte, sind beide am Freitag aus der Fraktion ausgetreten. Dem Fraktionschef reicht das nicht. Im Bericht aus Berlin macht er klar: Ich fordere das, dass Sie beide Ihr Bundestagsmandat aufgeben. Wir haben eine Handhabe, wer Mitglied in der Fraktion ist. Wir haben keine Handhabe, wer Mitglied im Deutschen Bundestag ist. Das ist jetzt für beide Kollegen eine moralische Frage, wie Sie damit umgehen. Es wäre besser für den Parlamentarismus, wenn Sie das Bundestagsmandat aufgeben. Der CSU-Chef fordert zusätzlich: Ich fände, es wäre jetzt auch ein wichtiges Signal, dass dort Geld, das da scheinbar verdient wurde, auch gespendet wird und an wieder andere zurückgegeben wird, um auch da moralisch einen klaren, reinen Tisch zu machen. Die Opposition verlangt öffentliche Aufklärung. Das sind keine Einzelfälle, das Ganze hat System. Und deshalb ist es an der CDU und der CSU, hier aufzuklären und aufzuräumen. Tatsächlich hat die Unionsfraktion mehr als nur ein akutes Problem. Den Abgeordneten Axel E. Fischer und Karin Strenz wird vorgeworfen, Geld aus Aserbaidschan angenommen zu haben. Und CDU-Jungstar Philipp Amthor war im Sommer in eine Lobbyaffäre verstrickt. Trotzdem steht er jetzt auf Platz 1 der Landesliste Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. Warum häufen sich solche Fälle? Ist es nur die traditionelle Nähe der Union zur Wirtschaft? Sie ist auch seit vielen Jahren die Regierungspartei in Deutschland und damit natürlich auch das interessanteste Ziel für Connections, insbesondere eben für finanziell lukrative Connections. Derweil leiden die CDU-Wahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Eine Woche vor den Landtagswahlen räumt der CDU-Parteivorsitzende ein: Es ist nicht hilfreich für die Wahlkämpfer, was da im Moment passiert. Aber Politik als Ganzes muss Vertrauen haben in solchen Zeiten. Bei der Union geht die Angst um, dass die aktuellen Fälle in der Maskenaffäre nicht die letzten sind. Soweit der Bericht von Kirsten Girschig, die uns jetzt aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet ist. Kirsten, kurz vor der Sendung und kurz nachdem Sie uns den Beitrag überspielt haben, kam die Einmeldung, dass Nicolas Löbel sein Bundestagsmandat nun niederlegt. Wird Georg Nüßlein nachziehen? Ja, wenn man sich den vergangenen Samstag anschaut, dann ist das durchaus möglich. Da hat Nicolas Löbel am Vormittag erklärt, er trete aus der Unionsbundestagsfraktion aus. Und etwa 8 Stunden später hat Georg Nüßlein nachgezogen. Kirsten, warum geht die Angst in der Union um? Welche Hinweise gibt es denn, dass da noch mehr Fälle sind, in denen Unionsabgeordnete sich in der Pandemie bereichert haben? Also wenn man bei der Fraktion nachfragt, dann heißt das natürlich, man habe da keine Hinweise auf weitere Fälle. Allerdings muss man sehen, dass im Frühjahr vergangenes Jahr sehr, sehr viele Abgeordnete sich in Sachen Masken, Schutzkleidungsbesorgung eingesetzt haben und viele auch ganz lauter und mit lauteren Motiven einfach Hinweise gegeben haben. Ich habe da eine Firma, die produziert Masken oder kann Schutzkleidung besorgen. Hier ruft die doch mal an, das weitergegeben haben an Ministerien und an andere Stellen, wo das gebraucht wurde. So. Diese Abgeordneten, die das eben ganz integer gemacht haben, die sind auch stinkesauer auf ihre Kollegen, die sich daran bereichert haben. Aber wie gesagt, wo viele unterwegs sind, da ist die Möglichkeit natürlich immer theoretisch gegeben, dass da jemand dann auch sich so dran bereichert haben kann oder Geld genommen haben kann, wie eben die Abgeordneten Löbel und Nüßlein. Und nimmt da wirklich nur die Union Schaden oder ist der Schaden deutlich größer, auch mit Blick auf die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik? Ja, die Politik nimmt immer grundsätzlich Schaden, wenn solche Skandale publik werden, weil einfach das Vertrauen der Bevölkerung in die Politiker an sich, in die Parlamentarier sinkt. Das heißt dann, ja, Politiker machen das nur, um sich selber zu bereichern oder sie sind alle korrupt. Das wird dann gar nicht mal unbedingt so sehr auf eine einzige Partei oder Parteienfamilie bezogen. In der Corona-Politik ist es natürlich besonders fatal. Zum einen ist es moralisch noch einmal besonders verwerflich, sich an einer Notlage zu bereichern, also in Fällen, wo Masken wirklich Mangelware waren. Und zum anderen gibt es ja speziell unter den Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern, wie man sie nennen mag, auch dieses Narrativ, dass sich die Politiker an dieser Corona-Krise bereichern. Und die sehen natürlich jetzt ihre ganzen Verschwörungstheorien bestätigt. Und genau das untergräbt die Glaubwürdigkeit dann noch einmal doppelt. Vielen Dank, Kirsten Girschig. Thank you.
Idylle pur in der Kleinstadt Günzburg, dem Wahlkreis von Georg Nüßlein. Fünfmal gewann er hier das Direktmandat. Hier residiert auch die Tectum Holding, die Firma, über die der CSU-Politiker Provisionen von 660.000 Euro für Maskengeschäfte bezogen haben soll. Mit der Idylle für Nüßlein scheint es nun vorbei zu sein. Wenn ich in meinem Job Scheiße baue, dann habe ich ihn auch verloren und darf dann nicht noch 3, 4, 5 Monate oder ein halbes Jahr drin arbeiten. Versuchen zu vertuschen, diese ganze Sache, das finde ich, das geht einfach nicht. Wenn ich das tatsächlich gemacht habe, mit den 600.000 Euro oder was das sind, dann ist es Verarsche an uns allen. Nicolas Löbel hat ebenfalls hohe Provisionen bei Maskengeschäften kassiert. Er hat sich bereits komplett aus dem politischen Geschäft zurückgezogen, sein Bundestagsmandat zurückgegeben, seine Website, sein Twitter-Account abgemeldet. Der CSU-Politiker Nüßlein dagegen hält bisher an seinem Bundestagsmandat fest, hat nur die Unionsfraktion verlassen und ist aus der CSU ausgetreten. Das Präsidium der CSU warf ihm heute fehlenden moralischen Kompass vor, fordert weitere Konsequenzen. Zur Niederlegung des Mandats und zur Wiedergutmachung, beispielsweise in Form einer Spende, haben auch die Mitglieder des Präsidiums den Abgeordneten Georg Nüßlein heute noch mal aufgerufen. Heftige Kritik auch von der CDU. Solch eine persönliche Vorteilsnahme schade dem Parlamentarismus. Abgeordnete seien dem Wohle des Volkes verpflichtet. Wenn man an dieser Stelle dem nicht gerecht werden kann, muss man Konsequenzen ziehen und das Mandat auch den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Für Lobby Control ist klar, es ist ein Problem der Union, die zu große Nähe zur Wirtschaft habe. Beispiel Philipp Amthor. Trotz seiner Lobbyarbeit für ein US-Unternehmen steht er jetzt auf Platz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl. Die Union hat schon sehr lange ein Haltungsproblem in Sachen Transparenz und strengere Regeln für Lobbyismus. Da sehen wir seit Jahren eine Blockade. Und es zeigt sich jetzt in diesen Fällen auch, dass es eine sehr große Nähe zur Wirtschaft, zu Unternehmen gibt. Auch die Opposition fordert mehr Transparenz und Aufklärung von der Union sowie einen Sonderermittler des Bundestages. Dieser schwarze Filz der Union, der beschädigt auch die Integrität des gesamten Parlamentes. Und es sind eben keine Einzelfälle, sondern dahinter steckt ein strukturelles Problem bei der CDU/CSU. Es gibt weitere Fälle, wo es Geldzahlungen gegeben hat. Erste Reaktionen gab es heute von der Unionsfraktion. Sie verspricht: Wir werden die Vorgänge um Abgeordnete unserer Fraktion mit großer Konsequenz aufklären. Wir werden uns als Fraktion einen Verhaltenskodex geben und wir werden umgehend Vorschläge unterbreiten, mit denen wir die Transparenz von Nebentätigkeiten erhöhen. Das heißt, auch das gerade beschlossene Lobbyregister soll wohl verschärft werden. Eine Diskussion, die für die Union zur Unzeit kommt, so kurz vor 2 Landtagswahlen.